So, wir stehen jetzt hier in der Zeltinger Sonnenuhr. Die Zeltinger Sonnenuhr ist bei uns im Weingut einer der wichtigsten Spitzenlagen, absolute Grand Cru-Lage. Wir stehen hier genau zwischen der Zeltinger Sonnenuhr und der Zeltinger Rosenburg. Und dieser Weinberg, wo wir hier mittendrin stehen, der nennt sich in der alten Karte auch Schießwingert, weil man darüber hinaus von der Burg aus geschossen hat in diese Richtung. Und hier sind die Reben in unseren Weinbergen ca. 80 bis 120 Jahre alt. Es sind unsere ältesten Parzellen, die hier um die Rosenburg herum liegen, auf den Felsterrassen drauf, wo wir halt noch diese alten Rebstöcke haben, die sehr niedrige Erträge bringen, aber sehr kleine, sehr aromatische, hochreife Trauben. Ja, die Zeltinger Sonnenuhr ist einer der feinsten und elegantesten Rieslinglagen hier in der Mittelmosel für mich. Wir haben hier einen blauen Devonschieferboden, der halt sehr leicht ist. Wir haben einen sehr hohen Steinanteil. Der Boden erwärmt sich sehr schnell und es bringt halt mit hier an der Mittelmosel die elegantesten und feinsten Rieslinge. Ja, also wir haben hier in der Zeltinger Sonnenuhr, wie ich sagte, diesen leichten blauen Devonschiefer. Und dieser Stein ist auch etwas weicher hier, ja? Also ist weiter verwittert. Und das geht ja lückenlos über in die Wehlener Sonnenuhr, wo die Anfänge auch ähnlich sind wie in Zeltingen. Und je weiter man Richtung Grach kommt, wird der Stein auch etwas härter, der Boden auch tiefgründiger. Und je weiter wir nach Grach kommen, Grach ist halt sehr feucht, der Berg, verfügt immer über Wasser, daher auch sehr viel Mineralität, auch insbesondere in den Gracher Weinen. Und je weiter man Richtung Bernkastel kommt, in Domprobst, sind die Steine auch härter, fester. Und die Weine brauchen aus meiner Erfahrung oft etwas länger Zeit zum Entwickeln. Wenn wir von Mosel abwärts die Lagen hochgehen, halt beginnt es im Erdener Treppchen. Erdener Treppchen halt auch absolute Spitzenlage. Für mich etwas kräftiger, tiefgründiger im Boden, bringt etwas opulentere Weine. Und sehr ausdrucksstark, gehaltvoll, aber ein bisschen tiefer. Ja? Nicht ganz so fein und elegant wie die Sonnenuhren zum Beispiel. Gehen wir eins weiter zum Uerziger Würzgarten, die einzige Lage hier in der Mittelmosel, die auf rot liegendem Schiefer letztendlich die Rieslinge wachsen. Und wie die Lage es sagt, ist ein sehr alter, traditioneller Name, Würzgarten, wo man jetzt auch vor Jahren einen ganz tollen Gewürzgarten angelegt hat, weil die Uerziger Weine halt sehr würzige Aromen haben auf diesem roten Schiefer, mit einem sehr hohen Eisengehalt auch in diesem Boden. Und das Tolle ist halt, dass es das nur ein Abschnitt ist zwischen Uerzig und meinem Hausberg, dem Wehlener Klosterberg. Dieser Berg dazwischen hat halt rotliegendes, ganz stark in Uerzig, und die Ausläufer gehen bis in den Wehlener Klosterberg rein. Das ist die Hauslage direkt am Weingut, wo wir halt den größten aneinanderhängenden Weinberg mittlerweile haben, der Mittelmosel. Dort haben wir auch alles Schiefer, aber auch im Untergrund leichte rote Einstiche, auch im Schiefer halt rote Einschüsse, eisenhaltige Noten drin, die aus dem Uerziger Berg hineinziehen in den Klosterberg. Der Klosterberg auch eine reine Südlage, aber weil sie etwas seitlich geknickt ist, ins Seitental, etwas kühler und ganz besonders auch in sehr warmen Jahren halt ganz besondere Rieslinge bringt. Dann schwenken wir auf die andere Moselseite, wo wir halt von Zeltingen angefangen bis nach Bernkastel den größten aneinanderhängenden Rieslingweinberg der Welt haben, von diesem Niveau. Es reiht sich eine Spitzenlage an die andere. Es beginnt halt mit der Zeltinger Sonnenuhr, und Zeltinger Sonnenuhr ist eine unserer Hauptlagen. Und Zeltinger Sonnenuhr sehr fein, sehr elegant vom Schiefer her. Wir haben hier 60-70% Steinanteil im Boden. Daher ist der Boden sehr schnell erwärmt, weil ein hoher Lufteinteil drin ist. Da müssen wir halt immer darauf achten, dass wir genügend Humus in den Böden haben für die Wasserhaltekraft. Aber es gibt halt sehr elegante, sehr feine Weine. Gehen wir eins weiter, das geht lückenlos über in die Wehlener Sonnenuhr. Natürlich die Anfänge von Wehlen, das Ende von Zeltingen sehr ähnlich. Aber je weiter wir Richtung Grach kommen, wird für mich Wehlen noch etwas tiefgründiger, etwas kräftiger vom Boden, auch etwas mehr Wasser schon. Auch halt sehr ausdrucksstark die Wehlener Weine, auch vom Schiefer sehr geprägt. Und wenn wir dann eins weitergehen nach Grach, haben wir die zwei Hauptlagen, das Gracher Himmelreich und auch den Domprobst, die immer sehr viel Wasser im Boden haben. Grach ist halt auch, wenn man am Ende vom Grach schaut, ist wie ein Rutschberg, weil immer Wasserquellen kommen im Hochsommer aus dem Boden heraus. Aber Grach ein bisschen härter vom Stein, den Stein kann man nicht mehr so einfach in der Hand zerbröseln. Und Kracherweine brauchen meiner Meinung nach länger Zeit für die Entwicklung.
aber alles sehr mineralische, klassische Rieslinge. Und wenn wir weiter nach Bernkastel gehen, wird der Schiefer etwas zersplitterter, ja, etwas feiner und die Erde wird auch etwas kräftiger wieder. Und in Bernkastel hat auch für mich so, liegt so zwischen Krach und Wählen vom Terroir her. Und es geht halt dann weiter über die Badstube in Bernkastel. Danach kommt die Lei, auch eine sehr steile Lage, die auch den Namen Lei hat. Lei heißt Schiefer, wie die Schieferleien auf den Dächern. Sehr steil, aber eine sehr kleine Lage, die Lei. Und dann die nächste ist halt das Ende von diesem Berg, halt der weltbekannte Bernkasteler Doktor. Also, wir schauen hier über die Mosel, halt über das Kloster Machern hinweg, in die Lage Wehlener Klosterberg hinein. Das ist unser Hausberg, wo auch das Weingut den Sitz hat. Und diese Lage ist halt arrondiert von mir worden in den letzten 20 Jahren. Durch Zukäufe von vielen Winzern konnte ich das arrondieren. Und ist jetzt hier in der Mittelmosel der größte aneinanderhängende Rieslingweinberg oder überwiegend mit Riesling bepflanzt. Im oberen Teil haben wir unsere Weißburgunder, Pinot Blanc stehen. Und die mittleren Teil und die unteren Gewänder sind alle klassisch mit Riesling bepflanzt.